In diesem Video möchte ich kurz meine Masterarbeit präsentieren. Im Vergleich zu den Infrastrukturprojekten sind Membrantragwerke nicht so existenziell für uns. Sie dienen meistens der Verschattung und zum Schutz vor Unwetter, bzw. als Kunstobjekte zur Verschönerung des Stadtbildes. Nichtsdestotrotz geht das Thema Building Information Modeling in enge Verbindung mit dem Entwurf von Flächentragwerken solcher Art. Komplexität und Individualität solcher Bauten kann nur mit einem großen Netzwerk an digitalen Werkzeugen bewältigt werden. Starke Normierung wie im Massivbau ist im Membranbau eher die Ausnahme als der Regelfall. Schaut man an die Lebensdauer mancher berühmter Membranbauten, wird uns klar, dass die Lebenszyklusanalyse auch nicht vorbeikommt. Wie gestaltet sich die Planung von solchen Tragwerken heute? Während der Ausarbeitung bin ich Schritt für Schritt über die einzelnen Phasen der Planung gegangen, um Schwachstellen zu finden. Jetzt zeige ich Ihnen kurz die wichtigsten Problemstellen. In jedem BIM-Programm findet man Fenster, Türen, Decken in Werkzeugpaletten. Wo sind die Membranelemente, zum Beispiel Klemmbleche, Seile oder Halterungsbauteile? Die Funktion 3-Punkt-Segel alleine macht ohne dazugehörige Randelemente nicht so viel aus. Datenaustausch ist besonders bei Großprojekten und großen Planungsteams wichtig, wo wir viele verschiedene Softwarepaketen haben. Wer gibt Garantie, dass irgendwelche Informationen nicht verloren gehen? Oder wer muss die Datenkonsistenz überhaupt kontrollieren? Mit individuellen, nicht standardisierten Bauteilen aus dem Membranbau ist es schwierig erreichbar. Geometrisch korrekte Beschreibung der Membranform hat einen großen Einfluss auf die damit verbundene Ausrichtung von Seilen und Stahlbaudetails. Allein solche Details und ihre parametrische Modellierung stellt eine Herausforderung dar. Und wenn wir unterschiedliche Knotengeometrien entlang der Dachhaut haben, multipliziert sich der Komplexitätsgrad um ein Vielfaches. Wenn wir nachher noch sagen, Hersteller, bitte stellt uns solche Sachen in einem Cloud als Katalog zum Herunterladen bereit und am besten in einem IFC-Format, dann sind die alle im Moment sehr stark überfordert. Für den schnellen Überblick habe ich ein kleines Filmchen vorbereitet. Der zeigt, welche Vorgehensweise ich für die BIM-gerechte Membranbauplanung in meinem Beispielprojekt genutzt habe. Diese Vorgehensweise wurde zusätzlich auf die verschiedenen Planungsbeteiligten extrapoliert. Hier sieht man unten, wer für was verantwortlich ist. Der Architekt beginnt seinen ersten Entwurf mit freien Formen, entweder in AutoCAD oder in Rhinoceros. Eventuell beginnt er auch die erste Parametrisierung der Geometrie, wählt einen Raster für das Tragsystem aus und weist die Querschnitte zu. Dann kommt der Bauingenieur und sagt, gib mir bitte dein Modell, ich möchte es statisch und dynamisch prüfen und eine Vordimensionierung machen. Dafür wird die erste Schnittstelle aktiviert. Das Skript greift direkt auf Application Programming Interface der Berechnungssoftware zu. Systemlinien werden diskretisiert, Querschnitte und Materialwerte werden zugewiesen und Lagerungsbedingungen werden auch erstellt. Die Lastfälle und Lastkombinationen bringt der Bauingenieur selber auf. Er bekommt die ersten Ergebnisse und stellt heraus, dass eine bestimmte Optimierung der Tragstruktur notwendig ist. Zusammen mit dem Architekt wird die ursprüngliche Geometrie soweit möglich angepasst. Die geänderte Geometrie wird anschließend nach der Berechnungssoftware exportiert. Endgültig festgelegte Querschnitte der Träger und Stützen werden in die Entwurfssoftware zurückgeschickt und zu der vorhandenen Topologie angekoppelt. Die Geometrie bleibt dabei parametrisch steuerbar und kann nochmals an die geänderten Rahmenbedingungen angepasst sein. Ein auf solche Weise erstelltes Modell kann zu diesem Zeitpunkt
dem Auftraggeber übergeben werden, damit er eine klare Vorstellung mit Hilfe Visualisierung in seine Software bekommen kann. Für den Export nach BIM Software Paket werden verschiedene Ansätze verwendet. Einmal durch das IFC-Format, Träger, Stützen, Aussteifungsverbände, alle dazugehörige Achsen. Das heißt, alle linienförmigen Elemente können mit dem IFC-Format gut übertragbar sein. Dann mal tabellenbasierte Exportformate mit der Verwendung adaptiver Familien in Revit. Damit werden sogenannte Quadrangelflächenelemente übergeben. Und für den Export nach Altplan wird Umwandlung der parametrischen Geometrie in eine nicht mehr parametrische verwendet. Man kann sagen, dass dieses parametrische Modell in einem eingefrorenen Zustand direkt in einen Plan reingeladen wird. Unter Verwendung des 3D-Formats werden beliebige Rhino-Modelle in Altplan importiert. Gebaut werden kann es nur dann, wenn die Werkstattpläne fertig sind. Dafür wird meistens externe spezialisierte Software verwendet. Der Tragwerksplaner kann theoretisch die Werkstattplanung auch mit der Verwendung visueller Skripte durchführen. Man sammelt kontinuierlich seine Detailbibliothek als visuelle Skripte und kann bei ähnlichen Projekten diese Bibliothek wieder verwenden. Die endgültige Planableitung, Schnittgenerierung, Beschriftung und Bemaßung erfolgt dann direkt in BIM-Umgebung. In dem Beispiel in Altplan. Die Baustelle bekommt somit ihre Werkstattpläne, der Auftraggeber bekommt sein Modell mit gewünschten festgelegten Informationen. Aus dem gesamten Lebenszykluskreis wurde von mir die linke Hälfte ganzheitlich untersucht. Rechte Hälfte bleibt für weitere Forschung weiterhin offen. Der Kern meiner Arbeit blieb ständig bei ganz praktisch bezogenen Fragestellungen. Wie kann man einmal erstelltes Modell möglichst ohne Verluste in verschiedenen Softwarepaketen verwenden? Wie kann man einen Katalog von Membrandetails für parametrische Modelle und ihre komfortable Wiederverwendung erstellen? Ob die der Werkstattplanung gerechten Stücklisten realisierbar sind. Als Schlussbemerkungen lässt sich sagen, dass BIM im Membranbau eher am Anfang der Entwicklung steht. Der Membranbau bleibt ein Nischenbereich, wo wir keine schnelle Entwicklung seitens Softwarehersteller erwarten und müssen vor allem auf sich selber verlassen. Visuelle Programmierung erleichtert den Einstieg in die textuelle Programmierung enorm und ist für die Ausbildung der Bauingenieure und nicht nur Bauinformatiker empfehlenswert.